Internet. Ich bin ja ein Dinosaurier aus dem letzten Jahrhundert. Wenn ich weiß, wo ich das mache. Bevor wir eine kleine musikalische Pause machen, möchte Arthur von der Freien Universität euch noch was erzählen. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, was ihr zu sagen habt. Hallo, ich bin Student an der Elite-Universität FU hier in Berlin, von Amerikanern gegründet. Wenn Friedensnobelpreisträger und US-Präsident Obama mit Syrien Krieg führt, zeugt das, dass er einen schwachen Charakter hat, denn er kann sich nicht kontrollieren. Die US-Regierung hat Geld für Kriege, kann aber die Arme nicht ernähren. Die Militärintervention ist kein humanitärer Akt, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zweite ist ein Psychopath. Er gleicht Breivik, denn es gibt keinen Unterschied, ob jemand eigenständig Menschen in den Kopf schießt oder den Befehl zum Töten gibt. Die Entscheidung kommt von derselben Person, wer leben darf und wer nicht. Es ist eine Konspiration. Der Irakkrieg vor 10 Jahren war eine Verschwörung. Die Obama-Administration ist eine Fortsetzung der Bush-Administration. Laut Medienberichten des Mittleren Ostens haben Rebellen die chemische Waffenattacke ausgeführt, deren Waffen von der US-Regierung geliefert wurden. Es gibt Beweismaterial dafür im Internet. Deutlich ist auf den Videos zu erkennen, dass die Oppositionellen diese chemischen Waffen verwenden, die sie von den USA bekamen. Man sucht einen Vorwand, um den souveränen Staat Syrien kriegerisch zu zerstören. Die politische Agenda basiert auf einer Lüge. Sie ist auf einer Lüge aufgebaut. Und warum besteht die UNO und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wenn die USA sie umgehen? Durch rational und logisches Denken, wenn man das Ganze analysiert, kann sich nur eines erschließen. Die amerikanische Administration besteht aus sehr vielen Freimaurern, die den Satan anbeten. Ihren politischen, unmenschlichen Plan haben sie von anderen bekommen. Ihre Mittel, dies zu vertuschen, ist die Propaganda. Es sind schon ca. 99.987 Menschen in Syrien gestorben, darunter viele kleine, unschuldige Kinder. Wenn die USA interveniert, wird es zu einem nuklearen Austausch führen. Es kann dazu kommen und es werden Millionen Menschen sterben. Denn Israel, der Westen, Iran, Libanon und die Syrer werden im Krieg beteiligt sein. 7 Länder. Und Angela Merkel unternimmt nichts. 0. Wir müssen den verrückten Obama davon abhalten, ihn stoppen. Hitler hat keiner aufgehalten und mit dem feigen Angriff mit seiner Koalition auf die Polnische Republik kam es zum Zweiten Weltkrieg. Das ist die objektive Wahrheit. Free Berlin!